Hi, Michi. Hi. Hi, Kinder daheim. Hallo. Hallo, Jungs und Mädels. Wir haben heute wieder ein lustiges Spiel für euch vorbereitet, es ist ja gerade Winter. Richtig. Und ich weiß gar nicht, ob es heute noch Schnee draußen hat. Ich habe noch gar nicht rausgeschaut. Hat noch Schnee. Gut. Also gehen wir heute zum Schlittenfahren. Und weil man ja momentan nicht so... Ich liebe Schlittenfahren. Ich auch. Ich habe so einen tollen alten Holzschlitten. Man bringt der schnellste am Berg meistens. Perfekt. Aber ich beschwere. Ich glaube, die Kinder lieben es auch. Und weil es draußen momentan ja immer so viel los ist, können wir es auch zu Hause machen und das Ganze auch noch mit Fußball kombinieren. Oh, ziemlich coole Geschichte. Das heißt, alles, was wir brauchen, wäre ein Wäschekorb von Mama und Papa, die Wäsche raus und den Wäschekorb an die Wand stellen. Genau, irgendwo hin. Dann einen Ordner, der nicht voll ist, bitte. Wir wollen nämlich eine kleine Rampe basteln. Und drei Handtücher und ein Blatt Papier und einen Ball. Nochmal, Wäschekorb, leerer Ordner, drei Handtücher, ein Blatt Papier und einen Ball. Das ist es. Hat man zu Hause, glaube ich. Hat jeder. Okay, und zwar, wir gehen jetzt als erstes mal den Berg nach oben zum Schlittenfahren. Das muss man nämlich immer tun, bevor man runterfährt. Naja, wird schon, tu ruhig was. Ja? So, okay. Wir dribbeln den Ball nach oben, sprich den Berg nach oben. Einmal den Berg rauf. So, schön mit der Außenseite, ich zeige es nochmal. Schön mit der Außenseite vor sich her dribbeln, schieben, vor sich her schieben. So. Genau, es geht langsam Berg nach oben. Oben am Blatt Papier legen wir mal den Ball hin, drehen um, drehen auch den Schlitten um, lassen ihn durch die Füße rollen und halten ihn an. Okay. So, jetzt sind wir in der richtigen Position zum Runterrauschen. Es geht los, einmal über die Rampe und der Ball landet im Wäschekorb. Die Rampe hier ist die kleine Sprungschanze. Das macht am meisten Spaß. Das macht vor allem im Popo-Rutscher am meisten Spaß. Mit zum Stück lassen. Du kannst es gleich mal ausprobieren. Ich mache es zwei, drei Mal und dann ziehen wir es schon im Wettkampf gegen die Kids. Also mit dem und los und dann. Los geht's. Los auf. Peps. So, ja. Genau, ja, super. Anhalten. Und zurück. Super. Einmal aufhalten. Justieren. Und runterfahren. Erster Schuss, erster Treffer. Ja, sehr gut. Super. Aber das war natürlich so der Sicherheits. Der Antester. Wie ist der Schnee? Wie schnell wird der Schlitten? Muss ich noch mal nachwachsen? Bei der ersten Abfahrt muss man immer erst drüber. Super, da muss man erstmal gucken, wie es läuft. Genau. Hopp, und jetzt? So. Und Vollgas drüber. Und schon! Der hat Zapfen drin. Nee, macht nichts. Einmal noch üben. Ja, natürlich üben. Hopp. Üben. Und dann auf. Und schon ganz schnell den Berg. Du bist schon ganz schön der Schlittenfahrer geworden. Ja. Hep. Und sehr gut. Anhalten. Vor den Orten. Und einmal. Ja! Der hat gerade die Rampe geschafft. Was ist, wenn der Ball zurückrollt? Wenn der Ball zurückrollt, dann kann man ihn nochmal mit nach oben ziehen, den Schlitten, und nochmal probieren. Okay. Weil es macht ja nur Bock, wenn man ordentlich über die Schanze drückt. Das stimmt. Wenn ich hier vorbeischieße, was ist dann? Wer bohrt denn hier? Wir machen weiter. Los geht's. Hopp. Also ich übe normal oder Schwimmwettkampf? Wir können zum... Jetzt war ich durcheinander wegen der Pupperei. Danke. Danke, also, die Nachbarn. Wir üben noch einmal. Letzter Übung. Hopp. Okay. Und dann fertig machen. Wer bohrt denn auf den Schlittenberg? Wer bohrt denn am Schlittenberg? Und los geht's. Hopp, spielen. Hopp. Zack. Sehr gut. Klasse. Jeder gecheckt zu Hause? Alles klar. Dann wachst du euren Schlitten nochmal schön. Wie geht der Wettkampf? Ich habe ihn nicht verstanden. Was ist der Wettkampf? Ah ja, genau. Entschuldigung, habe ich nicht erklärt. Wir spielen es jetzt im Wettkampf. Aha. Das heißt, wir spielen insgesamt 5 Runden. 5-mal den Berg rauf? Ja, 5-mal hoch und 5-mal Abfahrt. Okay. Und dann zählen wir mal, wie oft wir den Schlitten am Ende in der Wäschekiste versenken. Ja? Wenn die Garage fahren. In der Garage sozusagen, genau. Wenn du 2 triffst, hast du 2. Ich glaube aber, ihr schafft mindestens 4 zu Hause. Ja? Oh. Wenn ihr nicht trefft, ist es gar kein Problem. Wir schnappen den Ball, gehen wieder unten am Berg in Stellung, rumpeln nach oben, drehen um und lassen den Schlitten nach unten in die Garage reinsausen, oder? So machen wir es. Alles klar, 5 Runden auf die Plätze. Fertig! Los! Und los geht's. Ah, du bist ein richtiger Bergsteiger. Oh. Gut, macht nichts. Passt. Und los. Hopp. Ja. Au! Also, die Kinder schon beim 2. Und Nummer 2. Nur nicht entmutigen lassen, Michi. Los. Ja, ich kämpfe. Jawohl. Du kannst eigentlich auch super kämpfen. Yeah. Ja, das hast du richtig super gemacht. Das ist erste Mal. Danke. Einer von 2. Und los geht's. Hopp. Zap, zap.
durch und meine rollen. Toll. Boah, ich hab sogar. Ui, das ist aber so. Ja, schüssig. Das war 2 von 3, aber jetzt können wir eigentlich auch mal richtig runterfallen lassen. Jetzt geht mal richtig Gas beim Schlitten. Ja. 4. Runde und los geht's. Hep, spielen, lassen, aufpassen. Garage sind. Okay, und der letzte. Jawohl, letzter. Komm, wir eigentlich noch. Die Kinder sind schon oben, die drehen schon um, der Schlitten rollt und wir sind in der. Nicht in der Garage. Haben die Latte am Pfosten? Latte drüber. Okay, stopp. 2 Tore. Wie viele habt ihr bestimmt mehr geschafft als der Michi jetzt? 2. Aber man muss auch sagen, du hast auch Risiko gemacht und einmal Pfosten, einmal Latte. Latte rettet, Pfosten. Gut, macht nichts. Okay, wir gehen gleich weiter zur zweiten Aufgabe. Es gibt ja noch mehr Wettkämpfe. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Vielleicht schaffe ich es dann mal. Ja, ich freue mich auch. So, wir gehen jetzt seitlich den Berg hoch, weil wir sind jetzt die ganze Zeit geradeaus nach oben gestapft. Ja. Und jetzt sind wir ein bisschen müde und jetzt gehen wir das Ganze mal über die Seite. Ja, das heißt, wir nehmen mal den rechten Fuß, genau wie eine Krabbe, gehen wir nach oben und nehmen immer mit dem Fuß den Hang hinab, dem linken Fuß, den Ball mit nach oben, den Schlitten. So, und jetzt ziehen wir quasi im seitlich laufen, hopp, hopp, so hinter uns her. Hopp, immer hinter uns her. Jetzt lassen wir den Ball aufs Papier rollen. Okay. Halten den Ball und jetzt Achtung, wichtig! Erst mit dem linken Fuß auf. Mit dem wir gerollt haben. Mit dem wir gerollt haben. Da steigen wir jetzt mal drauf. Okay. Jetzt drehen wir uns um die rechte Schulter einmal um, dass wir zur Wand gucken. Ziehen den Ball mit dem anderen Bein, mit dem rechten Bein, nach hinten und halten ihn wieder auf. Okay. Ganz einfach. Also links, Sohle links drehen, Sohle rechts aufhalten. Okay. Und wir lassen ihn wieder sausen. Okay. Am besten mit der Innenseite. Aha. Ihr dürft aber natürlich auch mal probieren mit der Spitze. Mit der Spitze so. Aber das ist natürlich, wie man sieht, nicht gut. Ja, wir können es ausprobieren, aber für den Wettkampf nachher spielen wir am besten mit der Innenseite. Karaschi. Da kann man besser ziehen. Ja. Oh, der kommt sogar wieder. Ausprobieren, ihr auch daheim. Okay. Also rein zum Ordner schauen. Und mit die Bohrmaschine kommt wieder, jawohl. Links rollen. Super, Michi. Hopp. Gut. Ball auflegen, linke Sohle drehen, rechte Sohle aufhalten und spielen. Lass ihn rüberrollen. Palaschni! Drin der Fisch. Gut merken wir den Wettkampf. Sehr gut. Und los geht's. Diese Bohrer. Diese Bohrer. Also wir müssen mal zu den Nachbarn gehen und fragen, ob die da irgendwie... Ich hoffe ja, dass da kein Zahnarzt neben uns sitzt. So, 1, 2, hopp. Rahmen, jawohl. Und spielen. Und wieder mal alles gut. Gut, dass wir noch üben. Ja, Schwein gehabt. Ja, ich ja. In der nächsten Runde geht es genau. 5 Mal, glaube ich. Hopp. 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 Genau. Halt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und spielen. Und gut. Wir spielen es im Wettkampf, würde ich sagen. Oh, ja. Ich habe aber noch einen kleinen Tipp für die Kids zu Hause und auch für dich. Ja, ich brauche wenn ihr mal zielt, egal wie, zielen tut man ja meistens so mit dem Auge. Ja? Und wenn man zielt, dann macht man ein Auge immer so zu und das andere immer so ganz klein, um es besser und schärfer zu sehen. Richtig? Richtig, ja. Genau. Das können wir aber auch hier beim Zielen machen, indem wir uns einfach mal ganz klein machen. In die Knie gehen und jetzt mit den Augen näher am Ball sind. Jetzt sehen wir den schärfer, der Fuß ist näher am Ball, die Augen sind näher am Ball. Das ist jetzt natürlich übertrieben, ja, aber umso mehr wir in die Knie gehen, umso leichter, umso gerader können wir spielen. Ja. Alles klar? Einfach schnell raus. Ja, probier mal. Ihr zu Hause könnt das auch natürlich probieren. Also ein bisschen Po. Bisschen runter in die Knie und schau mal her, der ist drin. Das ist der Sammelt wie ein Einser. Wegen deines Tipps. Werde ich jetzt wahrscheinlich 5 Treffer machen. Danke. Alles klar. Ihr seid bereit zu Hause. Es gilt, den Michi wieder zu schlagen. Und auf die Plätze. Fertig! Los! Wie oft soll ich denn hier an die Frage? Ja, bis du oben bist natürlich. Was ist das denn für eine Frage? 1, 2, 3, in die Knie gehen und lassen sie sausen. Pfosten! Ja, spiel! Geht das schon wieder trotz deines Tipps? Macht nichts, Michi. Ich übe so, und den Berg nach oben ist natürlich klar, wenn man oben ankommt, ist man müde. Einmal, zweimal und spiel ihn rüber. Michi, das Ziel ist, über die Rampe zu schießen. Ach so. Nicht an der Rampe vorbei. Jetzt kannst du mir noch nein, nein, sagen. Über die Rampe natürlich. Ja, ja, gut. So. Jetzt und aber. 1, 2 und spielen. Jetzt. Jawollo. Der war, glaube ich, schon. Dritter Durchgang, erster Treffer. Komm, wir haben noch 2. 3 Tore schießt du. Einmal, ja, schaff's. 2-mal.
dreimal drauf und weg und ja. Und jetzt auf geht's! Fisch! Und letzter Durchgang, Kinder, auf geht's nochmal schnell bewegen! Der Mich ist jetzt drin. Eieiei, der ist on fire. Einmal, zweimal, aufhalten, spielen. Und stopp! Die meisten beiden ersten. Stopp. Drei Tore für den Michi, wie viele habt ihr? Mindestens vier braucht ihr, um ihn geschlagen zu haben. Ich glaube, ihr habt es geschafft. Aber es war natürlich schon jetzt besser als im ersten Durchgang. Letzter Durchgang. Wir haben noch einen Wettkampf. Oh ja, und diesmal passiert uns aus Versehen ein kleines Missgeschick. Oh, oh, oh. Und zwar dribbeln wir. Nicht gut drin. Nein, pass auf. Also, nein. Wie gut du Missgeschicken wolltest. Ach so, nein. Pass ruhig auf. So. Okay. Also, wir dribbeln nach oben und oben angekommen. Ja. Fährt uns der Schlitten einfach nach unten. Ohne dass wir drauf sitzen. Ja, also wir verlieren ihn. Oh, so, nein. Wir laufen nach oben. Okay. Hopp. Rollen den Ball durch die Füße nach hinten. Und der rollt nach unten. Wir laufen den Hang hinunter. Holen den Ball nochmal. Und dribbeln nochmal nach oben. Oh Gott. Bis wir endlich oben sind. Oh Gott. Hopp. Und jetzt machen wir etwas total Verrücktes. Oh, ich bin gespannt. Und voll zwar. Krank. Ja. Wir legen den Ball einmal mal hin und spielen jetzt den Ball rückwärts über das Ding. Oh Gott, nein. Ihr könnt entweder mit der Fußsohle oder mit der Hacke versuchen, den Ball darüber zu spielen. Oh. Alles klar? Das ist aber schwierig, glaube ich. Das ist schwierig. Natürlich ist auch rückwärts Schlittenfahren schwierig. Das muss man ehrlich sein, sollte man auch niemals tun. Ja, hier drin darf man. Hier drin darf man, aber weil die Sprungschanze nicht besonders hoch ist. Und der Berg ist so steil. So, also probieren wir es mal umgedreht. Schaut euch den. Jawohl, da ist der Schlittenberg. Aha. Und ui. Zack! Das ist drin, der Fisch. Okay. War jetzt mit der Sohle. Ihr könnt aber auch, gebt nochmal kurz her. Letzte Erklärung, dann bin ich leise. Mit der Hacke den Ball anschieben. Hopp. Oh. Ui, das ist schon schwieriger. Das ist schon schwieriger. Also, ruhig ausprobieren. Von mir aus auch näher hingehen zur Sprungschanze. Okay. Und mal ausprobieren. Okay, also erst einmal hoch. Genau. Und hier wollte ich ihn aber mit der Sohle. Einmal zurückrollen. Der Ball geflöten. Schnell nach Hause laufen. Kugel wiederholen. Jawohl. Und auf geht's. Wieder nach oben. Fleißaufgabe. Und jetzt nehme ich einfach so mit in die Mitte. Mitnehmen. Genau. So. Also gucken und rollen rüber. Der war ja weit. Der war weit vorbei. So. Okay. Und los geht's. Nochmal. Oh, das ist total schwierig. Jawohl, und schnell, der Schlag, schnell flöten. Was ist mit dir? Ja. Ah, du hast ihn wieder. Super. Ich hab ihn noch. Gut, dann einmal um. Okay, und jetzt zieh dich mal ordentlich. Jetzt zieh mal. Und. Eieieiei. Okay, ich kann es. Ich übe es noch einmal, okay? Ja, natürlich. Das war jetzt nicht so gut. Du darfst natürlich auch näher hingehen. Oh, der Schlitten ist verloren. Jetzt hast du ihn wieder. Und füllt es nach oben. Schnell. Komm. Sehr gut. Ich vielleicht noch ein bisschen. Ja, darfst du auch ein bisschen näher. Aber der Ort ist ja nicht. Ach so. Wichtig ist, dass der Fuß ganz gerade nach hinten geht. Hep, hep. Und schon ist er drin. Gar so kein, gute Tipps mit dem. Gar kein großes Problem. Jetzt hat es, glaube ich, genau. Also, viele hauen natürlich immer drauf und machen so. Aber dann ist es natürlich unsauber und der Ball geht irgendwo an das Dach oder an die Wand von der Garage. Da kann er nicht hinterschütten, sondern er kann in die Garage. Also, schön das Bein ganz gerade ausrollen und sich mal dabei so ein kleines bisschen nach vorne bücken. Mhm. Der Zahnarzt ist wieder da. Hallo. Oh, das ist aber eine große Blombe. So, okay, macht nichts. Wir gehen Schlitten fahren. Fünfmal wieder. Wettkampf fertig machen daheim. Auf die, was ist das? Warm machen? Auf die Plätze. Fertig und los geht's. So, jetzt. Jawohl. Und Schlitten da oder? Schnell wieder zurück. Jawohl. Und Blitz, komm, das ist ein Wettkampf. Aber es geht doch auch Punkte nicht auf Geschwindigkeit. Achso, ja, trotzdem. So, okay, und los. Hep. Und gut gemacht. Pfosten. Okay, schade. War schon mal nicht so schlecht. Nochmal. Ja, ich roll den Flitz nach oben. Jawohl, Sohle, Häppsch und. Das ist ganz schön. Natürlich. Ja. Was meinst du denn? Die Kinder zu Hause richtig schnell. So, okay. Genau. Aha. Und mit der Sohle einmal. Super! Ja. Tor! Erstes Tor, jawohl. Ein Punkt von zwei. Immer jawohl. Und boah, du bist ja und schon wieder auf der Piste. Jawohl, sehr gut. Du musst so coole Geräusche dazu machen.
Und Achtung, wir setzen uns auf den Schlitten. Und los geht's. Och, Mensch, ist aber ganz knapp. Echt. Pfosten. Wir lassen mal den Pfosten ab jetzt dann mitzählen, oder? Nee, also, nee. Okay, dann nicht. Geschafft. Na gut. Okay, also drei Versuche, erst eine Kiste getroffen. Ja, komm. Also, wir haben zu Hause bestimmt schon den einen oder anderen. Der hat schon zwei oder drei. Also, los geht's, nach Hause rollen. Sehr schön, super, rollt der rein. Hier ein Einser. Durchgang 4, 2 geschafft. Und einen schaffst du noch. Komm, ja, komm. Auf geht's zu Hause, Jungs und Mädels. Auf geht's. Holt euch den Rekord von mir. Was ist Michis Rekord? Soll ich mit der Hacke versuchen? Ja, probier mal mit der Hacke. Oh Gott, bitte. Ja, was lief er sonst schon? Jawohl, und drin der Fisch. Schau her. Stopp. 3 von 5. 3 von 5 wieder geschafft. Schon wieder nur 3. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich übe das noch ein paar Mal. Übst noch ein paar Mal. Du kannst es natürlich auch zu Hause dann mit Mama und Papa üben. Stimmt, ja. Als Wettkampf. Genau. Oder ihr zu Hause gegen Bruder, Schwester, Mama, Papa oder auch gegen Opa und Oma. Oh. Das geht natürlich auch. Schon sollten sie natürlich in einem Haushalt wohnen. Das ist natürlich klar. Ja. Genau. Wunderbar. Cool, das war es eigentlich. Ich ziehe mir jetzt Schal und Mütze an und probiere die ganze Übung vielleicht sogar auch mal draußen, außer rückwärts fahren. Das mache ich nicht. Das war mir zu gefährlich. Ja, das ist vielleicht für draußen. Ja, gut einpacken, Schlitten fahren gehen, zu Hause natürlich und vor allem gesund bleiben. Wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Michi, hat Spaß gemacht. Danke, Ferdi. Coole Bis Übung. Dann. Cooles Abklatschen.